Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Minecraft Dracorolia und dem Emrons-Spiel und was wir also auch noch so machen wollen. Ich bin gerade kurz in der Welt vom Adventure Mode. Das ist sozusagen eine Welt, wo wir eine Geschichte erleben können, die recht free ist, Open World ist, wo Dungeons hat zum Machen und ja Geschichten ja, erleben können. So, das ist ein Neuer dabei, der hatte ich gerade kurz den Namen nicht, muss gerade kurz nachschauen. Strix HD, glaube ich, oder so. Der war vor ungefähr 2 Jahren beim Ding dabei. Bei Wild dabei, einem von meinem Servern, der eigentlich fast schon der erfolgreichste war, aber richtig erfolgreich war. Leider gingen da die Plugins irgendwann mal kaputt und wir wollten dann nicht mehr alles fixen. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht mehr mit diesem Server. Der Gorolia ist eigentlich ja so ziemlich gut ja, vorbereitet. Und ja, das hat er jetzt heute Abend kurz ein bisschen gemacht. Wir denken, wir machen jetzt mal, weil hier Dschungel ist, so eine Art ja, Dschungel-Piraten-Setting, vielleicht auch noch Eingeborene und so weiter. Also so ein bisschen Fluch der Karibik-Style oder so. Jetzt benutzen wir mal Warp RPG. Ja, nehmen wir mal Farm. Farm existiert jetzt schon. Okay, geht. Ja, wahrscheinlich haben die normalen Spieler Cooldown. So, wir haben. Ja, eigentlich schon Plätze frei. Können wir mal ein bisschen weitermachen. Jetzt können wir gleich mal schauen, ob die Monster da sind und ob wir Hunger bekommen. Gut. Ja, wir waren ja da drüben über das Meer und haben direkt mal Diamanten gefunden und Schwarzeichenbiom. Gleich mal schauen, wie das heißt. Ich habe ja gar nicht mehr so die Ahnung, wie die Biome heißen. Aber irgendwie dichter Wald oder so, das heißt. Kenne jetzt den Namen nicht gleich. Aber der hilft uns schon weiter, weil wir eigentlich mit Schwarzeichenholz bauen wollen. So, es kommt gleich. Dankeschön für die große Interesse. Also, ich bin erstaunt, dass es bei mir doch jetzt wieder mit dem Neustart sozusagen eigentlich so gut läuft. Es wird eigentlich schon recht gut geschaut. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und ja, viel Spaß mit meinen Videos und Livestreams. Ich werde sicher jetzt öfters Livestreams machen können auf Twitch, mit Twitch Labs oder Twitch Studio eher. Streamlabs ist ja das, was ich jetzt momentan verwende, genau. Also Twitch Studio. Ja, die Namen, es gibt so viele Namen, wo ich nachschauen muss, ist natürlich schon ein bisschen kompliziert. Also wir haben die Insel gefunden, aber nicht den Eingang. Der müsste eigentlich hier irgendwo da drüben sein. Die können wir eigentlich direkt noch kurz ein bisschen minen. Ja, ich denke, wir machen jetzt zuerst mal noch eine kurze Erkundung. Ein bisschen weiter. Ah, hier ist das Boot. Genau, das ist unsere Insel sozusagen, die wir benutzen zum Minen. Und jetzt gehen wir einfach mal. Okay, hier hat er immer Cobblestone verteilt, wahrscheinlich als Markierung. Gehen wir einfach mal ein bisschen hier auf Land. Es sollte eigentlich jetzt Monster auftauchen, also. Ja, ich sehe aber nichts. Ist ein Dorf? Ne, das sind Pilze auf der Map. Okay. Aber Sonnenblumenfeld ist eigentlich sehr interessant. Ja, sonst muss ich halt nochmals auf Peaceful spielen, weil irgendwie hat es das nicht übernommen, wahrscheinlich. Der Monster tauchen hat jetzt noch nicht auf, es ist noch zu wenig dunkel. Und Hunger wird wahrscheinlich auch noch einige Zeit gehen, bis das anfängt. Ja, Mist. Ich hätte es noch austesten sollen, bevor ich die Aufnahme begonnen habe, aber gut. Eigentlich müsste es eigentlich so sein, wenn ich doch das ändere in den Configs, muss doch das eingestellt sein. Aber irgendwie, ja,
was ist denn das Problem? MV-Info. Die Plugins sind manchmal. Hä? Ja, die Plugins werden gar nicht aktualisiert. Reload geht leider nicht. Das muss ich halt dann nochmals einstellen. Ja, gut. Gibt es halt im dritten Part dann Monster. Also, das Spiel ist ja sowieso zu leicht. Also, da jetzt mal ein bisschen peaceful zu farmen, ist ja kein Problem, oder? Das ist einfach das Anfängerunglück, dass man einfach hat, weil alles kompliziert ist mit Plugins. In anderen Spielen halt einfach viel besser auch mit Commands geht und so. Und hier halt nicht. Kirby's, sehr gut. Ja, also eben, Monster sind aus, weil Peaceful steht. Ah, wenn man doch das umstellt, sollte das doch auch klappen. Ich verstehe das nicht. Ja, heute können wir eigentlich auch noch bauen. Weil jetzt sowieso Peaceful ist, können wir eigentlich jetzt bauen gehen. Ich werde ein Ding noch hier lassen für einen anderen Spieler. Der zweite findet den letzten Kürbis hier. Ja, dann können wir gleich noch ein paar Tiere jagen. Und dann gehen wir zurück und bauen etwas. Aber richtig treffen wäre gut. Die Pflanzen sind ein bisschen am Weg. Besser. Jo, und die Qualität wird sich natürlich dann auch bald verbessern. Ich habe jetzt momentan also auch Geld auf der Kreditkarte, muss aber zuerst Medikamente bezahlen können. Und deshalb geht es jetzt noch nicht ganz so schnell, aber es geht schnell. Also trotzdem noch schnell. Und ja, wenn immer ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch ein bisschen helfen. Es gibt eine Spende-Website, die ja, muss ich noch irgendwo hinstellen. Meines Video verlinken hier und in die anderen Videos dann auch. Und so weiter. Ich muss halt auch zuerst reinkommen ins Let's Play wieder. So, die Sachen haben sich geändert. Ja, die Leute werden halt immer wie anforderlich. Also sie wollen unbedingt, dass wir da sehr viel einstellen, also gut einstellen, profihaft aussehen. Oder die braune Wolle, die ich mitnehme. Ja, Platzprobleme, hä? Wahrscheinlich nehmen wir auch noch eine Kiste mit rein. Dass jeder ja, einen Rucksack hat oder so. Ja, Schulkekisten müsst ihr halt mitnehmen. Das ist so ein Problem. Die Schulkekiste kommt erst spät. Ja, gut. Ich denke, ja. Wir machen dann auch eine Endwelt auf. Also eine Farm-Endwelt. So, ich nehme jetzt einfach mal noch kurz die Blumen mit, weil wenn es jetzt hier schon so viele Blumen hat, dann haben wir die fürs Färben und fürs Dekorieren vom Haus und so weiter. Jo, und wir haben so gedacht, wir machen rote Piraten als böse in dieser Adventure-Map und auch in der Rundspiel-Map. Und eine ja, blaue Piraten, das sind die netten Piraten sozusagen, also die sozialen Piraten. Na, nur eine, ja, schade. Ab Kühe, ja, müssen wir das nächste Mal mitnehmen. Wir sind voll. Home, Haus. Set, Home, Farm. Eins. Home. Aus. So. Oh, ist Nacht hier. Okay. Der Slappy Bummer ist, glaube ich, nicht mehr online gewesen. Vielleicht noch ein bisschen weitergebaut seit dem letzten Part. Aber, ja, ich bin gespannt, wie das Haus dann finished aussieht. Er hat wahrscheinlich momentan, es war Merit jetzt einfach keine Zeit. So. Wir machen uns nochmals zwei Kisten. Sollte reichen. Knapp nicht. Wegen einem Block nicht. Ja, zählen, schnell zählen muss ich wieder können. Wenn man einfach nie braucht, oder? Wenn man es nie braucht. Ah, ist wieder eine kaputte Kiste. Ich mag das nicht, wenn die Kisten kaputt aussehen. Also, einfach sich nicht zusammensetzen. Irgendwie ist das servertechnisch oder so.
Irgendwie klappt das auch mit dem Untergrund nicht. Keine Ahnung. Wer es weiß, der darf gerne mir sagen, wieso das nicht klappt. Das sind nämlich zwei gleiche Kisten. Ah, jetzt. Hier mal die Blumen rein und ja, Fisch und so. Alles mal hier rein. Und Mobblut am besten hier. Wenn es gehen würde, machen wir das halt hier oben. Okay, hier geht's. So. Ach, Papier rein. Ist ja auch Mobblut. Ja. Lieber hier rein, aber Mobblut raus, haben wir nicht. Was gehört zum Mob? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, was zu Mobs gehört. Ja, komm, machen wir die verschiedenen Erz und so auch rein. Ja, Papier wollte ich hier rein tun. So. Ja, und jetzt können wir eigentlich dann beginnen mit dem Haus. So, was ich eigentlich möchte, ist diesen Baum hier alle weg, da die Bäume. Und eigentlich hier hoch. Ja, wir müssen halt zuerst da die Bäume abholzen. Das mache ich dann nach dem Part, zwischen diesem Part und dem nächsten Part. Hier habe ich ein bisschen Wolle platziert, ja, natürlich angepflanzt, geangelt habe ich ein bisschen. Der Bambus habe ich von Slappy Bummer bekommen. Und ja. Wir schauen mal kurz in diese Höhle. Ja. Da haben wir schon mal geschaut, genau. Ein bisschen tiefer. Ich möchte unbedingt einen Spawn in meinem Grundstück haben. Die Chance ist natürlich nicht gerade groß. Ja gut. Wir haben jetzt also keine Fackeln mehr. Also können wir leider noch nicht so richtig anfangen zu bauen, weil ich muss mich unbedingt ein bisschen. Ja, wir könnten hier eigentlich ein paar Half-Steps hinklatschen. Und zwar eigentlich so, dass wir da ein, ja, ein Steg haben. Sagt man den Steg auch bei Erde? Auf jeden Fall eine Plattform. So. Ja, und mir geht es wieder viel besser. Also ich könnte jetzt eigentlich wieder streamen anfangen. Muss aber eben das Streamlabs, das Twitch, also Streamlabs, ist halt einfach ein bisschen buggy. Und auf Twitch, ach komm, wie heißt das jetzt schon? Zeig doch etwas an. Twitch Studio, genau. Studio, Mann, das ist so ein, also für mich halt nicht gerade so ein konventioneller Name. Ja, ich finde, hier ist gut. Dann machen wir einfach hier weiter, wo das Ding nicht so ist. Eigentlich so, dass das Gelände immer knapp im Wasser ist. Einfach nochmals hoch. Sollte dann wirklich schön aussehen. Jetzt auch nicht so parallel ist. Einfach angepasst an der Natur. Ist immer am schönsten. Also das Bauen ist eigentlich so immer schön, wenn es ein bisschen an der Natur angebaut ist. Bisschen wild aussieht, wie das Server früher. Ah, es war so ein toller Server. Vor allem, ja, haben die Spiele richtig schön gebaut. Ich will natürlich wiedersehen. Wir können jetzt in diesem Part noch ein bisschen das, die andere Welt, die City-Build-Welt anschauen. Musst du gleich nochmal schauen.
hier sozusagen falsch geparkt. Also schön, dass es alles einsam und alles Half-Step ist. So. Und jemand hat sich ein bisschen beschwert, dass ich es falsch ausspreche. Natürlich spreche ich es falsch aus. Ich bin ja noch nicht so erfahren im Englischen. Also ich lerne jetzt momentan sehr viel Englisch. Und ja, da bin ich einfach noch nicht so erfahren, natürlich. Also einfach verbessern mich, damit ich es auch danach richtig ausspreche. Also irgendwie kritisieren. Ich jetzt auch nicht mit der Kritik so richtige klarkommen. Also ja, ich weiß es einfach, dass es falsch ist. Aber ich spreche es so aus, wie ich denke, es ist richtig. Wenn ich es weiß, dann weiß ich es, oder? Klar. Boah, sieht das schön aus. Wir haben einen großen, ja, nicht gerade stabilen, ja, Wurm gebaut, sozusagen. Also. So, wir spawnen hier bei Warp Spawn. Das ist der Schrein des Drachen, Dragorolia Drachens. Hier ist der Spawn, wenn man neu auf den Server kommt. Und ihr habt sozusagen den Spawn dort. Der Warp Spawn sozusagen. So, hier ist ja die Tafel. Und da kommen noch die Regeln hin. Aber die Regeln gelten schon. Es ist eigentlich klar, was alle eigentlich verlangen am Server. Sollte eigentlich klar sein. Hier haben wir einen Korallenriff und eine Chorus-Pflanze hingestellt. Ist lustig gewachsen übrigens, aber irgendwie ein bisschen buggy gewachsen, also viel nicht. Hier ist Kevin am Bauen, also Kev. Glaube ich, LP mit Kev heißt er. Ja, muss natürlich noch fertig werden. Ich glaube, das hat auch Kev gebaut. Und die Yacht hat der Ghost Centrox gebaut. Kann man sich runter sneaken. Ja. Im Gefängnis, das ist von mir das Gefängnis, also nur die zwei Eisenstangen hingetan. Weil es ist so ein sinnloser Raum. So, dann haben wir von Panda Playset das Containerschiff unkopiert und das Containerschiff kopiert. Eines kommt eventuell weg, aber ich glaube eher nicht. Aber ja, vielleicht die Container ein bisschen anders anordnen oder so. Ja, dann kommen noch die zwei Häuser, also Shops von mir. Dann, ja, so ein bisschen ein Außenbezirk von mir und Kevin. Der Leuchtturm ist von mir und hier oben das Leuchtfeuer ist von Ghost Centrox. Der hat richtig Ahnung von diesen Mechanismen. Ist nur... Komm weg. Ja, und das sollte ein Day sein. Und in ein roter Hintergrund. Wer Verbesserungsvorschläge hat, der darf natürlich das gerne senden. Hier ist noch der Boden ein bisschen, ja. Wurde ein bisschen herumgespielt. Ja, Licht. Sehr schön. Da die Dekoration ist von mir. Und wieso ist jetzt hier Blumen? Das passt nicht. Das sind doch Kübel. Die bitte weg. Hat jemand einfach Blumen auf die Kübel getan. Was sind, ja, Abfalleimer. Die Glocken sind einfach da, um die Post zu holen. Also wenn die Post ruft. Und jetzt haben wir hier einfach mal einen Rundgang gemacht zum Testen vom Mechanismus. Er muss von der Bahn. Und ja, die führt dann zu anderen Biomen. Ein Biom ist dann dort drüben, aber wir möchten natürlich kurz die Brücke noch anschauen. Da haben wir nämlich ja, die Brücke von Panda Playset. Der hat ja eine gerade Brücke gemacht. Mit diesen Werfern, genau. Und ja, so eine Stadt. Ja, diese Häuser, die einfach zusammen sind in den Städten. Hier von Ghost Centrox. Da kann man auch offen lassen, damit die Spieler auch rein und raus können. Da ist noch nicht eingerichtet. Das ist, glaube ich, das neueste Haus oder das zweitneueste Haus. Deshalb noch nicht fertig. Ja, ziemlich schön. Von den Räumen, Raumformen und so.
Nett, nett. Und, oh ja, das liebe ich. Da kann man sich doch irgendwie hochklatschen. Ja. Kann man hoch. Ja. Ah, so Unterstände und so, die liebe ich. Ja, ist richtig cool. Ja, da ist jemand reich, scheinbar. Ah, kriegst du noch nichts drin. Was ist denn hier? Eine Diamantrüstung. Ein Alchemist, scheinbar. Oh. Sehr mittelalterlich. Also, scheinbar ein neues Biom hier. Vielleicht ja Skyrim oder die Gilde. Wird mich jetzt irgendwie so ein bisschen auffallen. Typische Berufe vom Mittelalter. Ist doch gut, Gilde. Aber die Games sind halt nicht so bekannt und beliebt. Aber gut. Vielleicht kommt dann Gilde 4, was viel besser ist als Gilde 3. Hier geht's durch. Also hier haben wir scheinbar einen Laden mit großem Lager. Schönes Beet von der Elytra. Cool. Und hier oben ein Drachenkopf. Wenn ich ja manchmal hier hochkomme. Doch, was ist denn das für ein Block? Das sieht so komisch aus. In diesem Texture-Pack. Der Kronleuchter, der sieht richtig schön aus. Minimal, aber schön. Ja, ein Alchemist scheinbar. Cool. Ja, und dann schauen wir noch kurz den Leuchtturm an, der Zentrox gebaut hat. Der ist da natürlich auch wieder ein bisschen mehr ja, mittelalterlich. Hier haben wir übrigens ein paar Schalke-Kisten gefunden. Jemand hat die in den Scherz erlaubt. Ja, sind noch da. Ist irgendwie ein Fragezeichen oder so? Macht sich einfach einer einen Scherz. Das werden wir wahrscheinlich öfters noch haben, aber ja, bitte auch signalisieren, dass irgendwo irgendwas liegt. Jo, ziemlich, Assassin's Creed-mäßig oder so? Odyssey? Nein, nicht Odyssey, das andere. Origins, glaube ich, oder? Was in Ägypten spielt. Vorgänger von von Odyssey. Das wäre auch ein Game, was ich gerne mal spielen möchte und Let's Playen oder so. Und vielleicht das Neueste. Ich weiß jetzt gar nicht, was als nächstes Assassin's Creed kommt. Ich glaube, es wurde gar noch nicht so viel angekündigt. Schade. Weil so als Einstieg in dieses Franchise, also in diese Spieleserie, ist eigentlich gut. Für mich jetzt momentan ein großes Spiel wie Odyssey zu Livestream oder sogar zu Let's Playen. Richtig nett. Vor allem hier oben. Die Andesit-Mauern sind völlig neu. Und auch die polierten Andesit-Treppen. Mega geil. Dankeschön für alle fürs Bauen auf diesem Server. Auch fürs eben auch nur Anschauen vom Server oder Mitspielen im Survival-Modus, also in der Rollenspielwelt. Es ist auch ein Teil zu Freebie, also es müssen nicht alle zwingend Rollenspiel machen. Und die Adventure-Mode-Welt ist ja Peace, also Adventure-Mode, da könnt ihr nichts bauen oder abbauen. Einfach Bescheid sagen, dass ihr mal Game-Mode 1 haben wollt und dann dürft ihr auch bauen. Oder cheaten für die Adventure-Map. Aber mal schauen, wie wir das machen können mit den Comments. Wer Ideen hat oder einfach das Wissen hat, eine Adventure-Map zu bauen bei uns, der ist natürlich herzlich eingeladen. Gut, danke schön fürs Schauen dieses Videos. Hier haben wir noch das alte kopiert. Das kommt dann weg vom Leuchtturm, also Mechanismus. Jo, also. Dankeschön fürs Schauen. Der nächste Part kommt sicher morgen. Und ja, viel Spaß noch mit anderen Videos und danke für die Treue und das Einschalten. Tschüss.